Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nee, nicht Minecraft. Never. Yay. Anmoderation verkackt. Egal. So, wir sind heute wieder alleine, weil wir keinen haben, der mit uns zocken will. Und wir gehen auf den Server EU West Angry Allies und hoffen, dass wir da wieder geil looten können. Was hat sich geändert in der bis zur letzten Aufnahme? Ja, wir haben ein klein wenig Geld gefarmt. Peppy ist jetzt auch dabei beim Never zocken ab und zu mal. Und der Ton ist immer noch mega laut. Okay, wo bin ich denn hier? Old Burnham, Riverside Outpost. Safe Zone Attack. Loot Drop da oben. Jetzt komme ich in 10 Minuten darüber. Safe Zone Attack. Alter, das ist ja mega kacke hier gerade. Ist ja alles im Arsch, ne? Alles in der Nähe ist gerade wirklich gefickt. Gut, dann gehen wir zum Riverside Outpost und gucken mal, ob wir da vielleicht ein paar Päckchen mitgehen lassen können für den Westview Outpost. Denn das wäre schon mal ein wenig Geld. Ja, gucken wir mal. Ich hab gedacht, das wäre Schritte werden. Ah ja. Na, ich bin jetzt ein wenig misstrauisch bei Never. Denn ich wurde letztens richtig asozial gekillt. Er ist einfach von der Seite an einem Katana gekommen. Und hat mich einfach weggestochen. Ja. Oh, ein Golem. Golem ist natürlich nicht so geil. Ah, da hinten ist ja schon der Außenposten. Ah. Und gegen den nehmen wir auf keinen Fall hier unsere gute Waffe. Die Pistole, das ist nicht wert. Weiß auch nicht, wie es jetzt gerade so aussieht da hinten. Mit wie viele Monster da sind. Aber ich muss sagen, das war schon easy. Ja, mit wenig Training ist es mit den Monstern echt einfach eigentlich. Also, klar, gut, wenn 10 auf euch zukommen oder so, dann kann man ja schon mal da in die Bredouille kommen. Aber eigentlich ist es ganz chillig. Also, what the fuck? Was war das für ein Geräusch? Ich muss sagen, ich habe erstaunlich wenig Frames irgendwie. Was ich ziemlich merkwürdig finde. Westview Outpost, wunderbar, den brauchen wir. Diese komischen Viecher unten, oder wie? Diese ekligen. Wir kriegen eh kein Damage, wir sind hier in der Safe Zone. Ah, da ist einer. Da ist noch ein Mongolein. Lakeside Outpost kannst du knicken, da können wir momentan gar nichts machen. Oh. Freunde. Freunde der Nacht. Ich find's ja immer hart ungeil, wenn so viele Leute da sind, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich werde in den nächsten 10 Sekunden weggeballert. Aber naja. Ich bin da nicht der Einzige, der das Gefühl hat, auf jeden Fall. Hinten läuft ein Zombie rum. Lakeside. Schon wieder. Und ein Westview Outpost-Päckchen wäre natürlich cool. Dann hätten wir die volle Scheiße bei uns. Ich muss noch Essen holen. Was kann der nochmal? Craft Guns. Wir haben eh nichts dabei. Ja gut, dann holen wir erstmal Essen. Erstmal Essen.
extra springen, um rüber zu kommen. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, die Order of the Dahl. Alles klar. Läuft bei denen. Easy. Ganz easy sollen wir kaufen uns erstmal ein wenig freshes Essen. Oh, komm hier da. Zack. Gib her. Haben wir schon mal eins. Dem Store. Zack. Buy. Purchase. Purchase. Quickslot 5. Quickslot 4. Quickslot 6. Quickslot 7. Ich habe mich übrigens megamäßig geflasht mal, ne? Muss ich echt mal sagen, das war richtig krass. Ein weißer Bildschirm, einfach so aus Langeweile, einfach ein weißer Bildschirm. Und dann, als ich geflasht war, kamen dann Zombies an, also Dämonen an. Also glaubt mir, das war nicht cool. Ich habe mal noch mal kurz Ausschau. Das Päckchen war, glaube ich, Lakeside. Da hinten leuchtet aber was. Ich fühle mich wie so eine Elster. Der Suche nach allen leuchtenden Sachen. Wir alle einsammeln werden, um sie irgendwo anders hinzustellen. Was ist denn das? Da, das ist ein Päckchen. Ja, läuft. Gucken wir mal hin. Oder? Ah, Lakeside-Päckchen. Dann gehen wir mal kurz hier in die Safe-Zone rein. Ich hab gesagt, wir gehen in die Safe-Zone rein. So, checken wir nach, wo wir lang müssen. Das Cord-Päckchen ist auch available, aber das kannst du nicht bringen, wenn die andere Attack ist, ja. Der tötet dich ja instant. So, Loot Drop ist hier, das heißt, hier werden einige sein. Never Search, das heißt, da können auch welche sein. Wir werden jetzt hier... Ah, Eskorte wurde schon von jemandem aufgenommen. Na, das ist ja dumm von dem. Trotzig wegkommen. Das machen wir. Wir rotzen einfach den mal weg. Ich will auch mal jemanden töten. Ich habe selbst eine Escort-Mission gemacht. Ich weiß, wie kotzig das ist. Da hinten sieht man das Escort-Ziel. Ich dachte, ich hätte gerade Schüsse gehört. Ist natürlich gefährlich. Ich muss aufpassen, dass nämlich ich nicht gesehen werde. Und da hinten sind schon welche. Ja, da eskortieren sie. Aber beide kriege ich nicht down. Oh, der hat Waffen. Verpiss ich mich lieber. Da will ich nicht ausreizen. Will ich lieber gar nicht riskieren. Kein Stück. Yay, wieder ein Lag, toll. Halt durch. Bobbys. Ich vertraue denen kein Stück irgendwie. Ich
glaube, die haben den Escort-Typen getötet. Und warten schon aufs nächste Ziel. Das bin ich. Yay. Na komm. Wenn du nichts riskierst, kannst du auch nichts gewinnen. Wenn ich gleich von hinten abgeballert werde, dann... Scheiße gelaufen. Immer schön Ausschau halten. Dass da niemand in unsere Richtung kommt. Alter, das Haus kenne ich gar nicht. Was ist denn das für ein Ding? Deeper Shit, ey. Capturing Saints Williams. Camper Estrke. Ja, mal nachschauen, hey. Sehr wohl fühlt man sich ja nicht, ne? Deswegen gehe ich hier auch gleich wieder raus. Denn ich bin alleine und allein kannst du einfach nichts machen, wa? Da verreckt man einfach eigentlich nur. Ich habe keinen Bock, dass die anderen zwei von vorhin irgendwie mir hinterher rennen. Ich habe schon irgendwie diesen Schuss im Hinterkopf irgendwie. Den höre ich schon die ganze Zeit. Ja, da müssen wir lang. Ich habe übrigens rausgefunden, wie man im oh, es wird Tag. Wie man im Chat redet. Das ist womöglich mit B. Nur habe ich keine Ahnung, ob es wirklich funktioniert. Denn ich habe den Voice-Chat gemutet, weil ich Voice-Chat-Dinger immer mega kotzig finde. Es nervt die Leute einfach nur immer, wenn... Weißt du, dann redet man im Voice-Chat einfach und dann... Dann kann man dann immer nicht dann gescheit abschalten manchmal. Und dann labern die Leute manchmal nur Blödsinn im Voice-Chat. So regen sich auf oder so, beleidigen sich nur. Und da habe ich ja keinen Bock drauf. Ach, ich dachte gerade, da hätten wir einen Spieler. Da hinten ist ein Viech. Da hinten ist auch ein Viech. Gut. Dann gehen wir da hinten zu dem Viech und killen das mal schnell. Nicht schwer, das ist ein easy peasy Viech. Aber dafür nehmen wir auch nicht unsere gute Waffe hier. Können wir einen Katana nehmen, ach easy. Kein Problem. Ja, so ein fick Auto, in dem nichts drin ist, hey. Mal kurz hier leicht ausspähen. So, das Viech hat uns noch nicht gesehen. Ein Hit hat das kassiert. Das ist eklig, hä? So. 90 Leben verloren, das ist nix. Ja, ja, mehr erwartet, also das war ja Pillepalle hier. Das schon alle? Ah, da ist noch einer. So, wieder Abstand halten. Ah, neben mir. Wo? Okay. Boah, dann kommt der immer direkt neben mir, hä? Was ein Mongo. Hunter, ein Hunter war das. Sammeln wir alles schön ein.
An der Party lässt man immer schließlich immer alles mitgehen. Das ist wichtig. 400 Leben verloren für, ich weiß nicht, 5 Viecher oder so, das ist in Ordnung. So. Das jetzt kann ich... aufgeladene Angriffe machen. So, wir gehen jetzt straight zum Westview Outpost. Und hoffen, dass da uns, dass uns niemand anderes begegnet, der uns möglicherweise hier das Leben nehmen könnte. Denn das wäre scheiße. Gegen Neverviecher, okay, aber ja, kein Problem mit denen. Außer es sind zu viele natürlich, ne? So ist ja hier... Na, komm, wieder einer. Was? Was war jetzt assi? Normalerweise gucken die immer erst nochmal dumm in der Gegend rum und warten nochmal eine Runde. Aber der hatte echt Bock gehabt auf mich. Schöne Lampe. What a slam. What, what? Na, Jungchen? Ah, gut, doch nicht. Ist ja daneben gehauen, wa? Ausgewichen, ey. Immer wieder schön in Bewegung bleiben. Na. Schade, da liegt jetzt echt viel Stuff. Nein! Boah, das ist doch scheiße, hey. Das ist doch einfach nur scheiße. Und ich hab's noch gesagt, ich will nicht vor der Safe Zone gekillt werden. Da kommt so ein Mongo an, hey. Ah, Mann. Jedes Mal, hey. Ja, komm, hier mal Safe Zone. Oh, warte mal, ich glaube, das war nicht gut. Boah, jedes Scheiß mal. Und wie viel Geld habe ich verloren? 100, ne. Boah, Mann. Weißt du, bist du gerade im Inventar, guckst kurz was und dann kommt der dann von hinten. Aber wirklich so... Ich bin kotzen, ey. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal kommen sie immer genau von hinten. Nervt mich das. Alles Arschlöcher, ey. Killen immer sofort, weißt du? Kriegt man richtigen Hass auf Teamplay. Wenn man sowas dann überhaupt gar nicht mehr machen will. Ah, das ist ein Trailer, das ist gar nicht der Einkaufswagen. Der steht da hinten. So eine Wichse, hey. Ja, Mahlzeit. Ich sage, kleben wir uns einmal dick eine Pistole wieder zusammen. Das ist da. Und das da, ne? Na, wenn wir schon hier sind, ne? Katana, wo bist du? Bei Purchase. Können wir nochmal Essen holen. Hochscrollen wie ein Drecksack. Purchase. Hohe Chance. Yep. Ähm,
Da hinten ist Vlad's Shop. Ich habe ja noch meine SMG, ne? Oder meine MG habe ich ja immer noch. Aber irgendwie ist es mir jetzt kein Stück wert, die zu verwenden. Da können wir ja craften. Ja, craften wir gerade mal 3 Pistolen. Wir können 2 reinlegen. Das ist schon mal gemacht. Dann haben wir die Kacke schon hinter uns. Ein Teil der Kacke auf jeden Fall. So, und bevor wir hier hingehen noch, gucken wir da hinten beim Order vorbei. Mahlzeit. Denn wir wollen wissen, was wir den für geilen Stuff geben sollen. Ist schon das Order, oder? Ne, ST-Markt. Ja, Store. Muni ist halt derbe teuer. Da ist Order of the Dahl. Oder Kall, keine Ahnung. Scheißegal. Wir brauchen... für die hier 50 Kall. 50 Kaliber AE Magnum irgendwas. Na, wir testen wir mal. Zack hin. Ja, passt. Scheiße, wir brauchen die gelbe Gefahr. So, E to trade. Gelb ist das da. Ich sagen, haben wir ganz schön knapp hier die Scheiße gekriegt. Ah ja, Sutter. Hi. Nice. Das ist natürlich cool, ja. Das ist natürlich, weil man in der Gilde ist, dann hilft man sich natürlich. Obwohl natürlich eigentlich nicht so ganz selbstverständlich ist, muss ich echt sagen. Aber cool, also es gibt auch nette Menschen, muss man sagen, in diesem Spiel. Das hat mich jetzt echt überrascht. Jetzt haben wir 2 Katana. Und da würde ich gerade sagen, wir knallen den einen einfach mal dick hier rein. Und wir haben auch die Pistolen, die wir reinknallen müssen. Ich will gerade, ob ich einfach alle Waffen durchcrafte, die ich machen kann. 6 von denen können wir da rein in das verwandeln. Wir haben nur einen. Hunter Rips sind es. Dann gucken wir mal weiter. Was können wir noch alles machen? Ja, ja. Wechsel die Waffe hin und her. Wir kriegen noch eine andere Pistole. Oh mein Gott. Eine andere Pistole mit dem Zeug. Davon haben wir, glaube ich, noch 4, habe ich gerade eben gesehen. Ich glaube, ich habe die eben zusammengeklebt. Da. 4. Na, schade. Na, komm. Auf zu hängen. So. Okay. 3 Watch-Augen. Hab 1, glaube ich. Ich weiß nicht, für was man eine Flashlight braucht. Ernsthaft. Für später brauchst du die Flashlight überhaupt gar nicht. Ist so ein Kotzobjekt, das da, wo ich denke, keine Ahnung, brauche ich halt nicht. Ein Gleiter. 3 Zungen gegen so ein Teil, 3 gegen so ein Pistol Frame. 2 gegen das da, 2 gegen das da. 2 und 3 gegen Anti-Never Devices. So komischen Fotos. Gegen sowas. Und im Grunde haben wir bräuchten Watcher-Augen. Von denen haben wir nur ein einziges. Und ich glaube, Watcher sind auch nicht gerade ungefährlichsten Viecher. Verrecken gerade am Essen. Wir kriegen halt. Verlieren langsam Essen. Tja, ich würde einfach sagen, ne?
Wir holen uns neue Päckchen. Wir machen mit der Scheiße weiter. Bis wir dann irgendwann mal einen Sniper haben. Und ich merke gerade, dass ich irgendwie lagge. Jetzt nicht mehr, gut. Ich würde halt gerne in die Wilderness gehen, aber das dauert jetzt zu lange dahin zu laufen. Da müsste ich dann, da würde ich dann, wenn dann, cutten. Und da habe ich keinen Bock drauf gerade. Museum Trading Outpost ist in Ordnung. Können wir mal wieder hingehen. Mal chillig da. Gab's gutes Essen. Kommen da nicht drüber. Ist ein Scherz, oder? Na stimmt, wir haben ja wieder ein Kacklevel. Das heißt, wir sind nicht so gut im Springen. Museum Trading Outpost. Ja, mehr können wir eh nicht tragen, glaube ich, ne? Ja. Na, ab ins Museum. Auf dass wir nicht weggeballert werden. Obwohl ich dafür nichts garantieren kann. Ja. Sagen die Lakeside Safe Zone ist mega riesig. Geld. Gut, Attack ist nicht hier. Also nicht da, wo wir hin wollen. Ist schon mal gut. Ich will auch die ganze Zeit auf die Pistole nicht eigentlich, weil die Kurzwaffe ist. Weil die fast kein Damage macht. Das Auto kann man ab. Gerade eben was gehört. Ah, Zigaretten. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Ist halt auch so, man ist ja kein Stück sicher. Dann wir gehen sicherheitshalber hier lang. Schön, wie du das gehört. Ist das ein Viech oder? Ja, das ist ein Viech. Okay. Kleiner Shrieker, ne? Naja, war ja kein Problem, ne? Mit Zombies kämpfen, das haben wir jetzt gut drauf. Ich lauf lieber in den Häusern rum. Fühle ich mich sicherer irgendwie. Ich bin irgendwie schon zu oft dumm gestorben. Da wurde gelootet. Wundert mich irgendwie nicht. Steht keiner gerade da. Ich muss zugeben, ich habe noch keinen einzigen gescheiten Never Fight PvP-Zeug gesehen. Da ist ein Shrieker, der rumläuft. Da ist einer. Aha. Zwei. Mit einem Gleiter. Das stimmt, das sieht ziemlich geil aus eigentlich. Ja, wir sollten gucken, zu welchem Trader wir so gehen müssen. Blau. Der Blau ist der billigste, wo man am wenigsten XP kriegt und so. Aber das ist ja alles normal. Denn man kriegt in dem Spiel mehr XP für Päckchen, die man weit bringen muss. Ganz normal, als für Päckchen, die du nicht weit bringen musst.
Vollkommen verständlich. Also ich denke mal da... Keine Ahnung, das ist normal. Das sieht echt cool aus. Aber es fühlt sich überhaupt nicht so an. Shade succeeded. Der hat Spaß. Sieht auch vor allem mega lustig aus. Na gut, ich würde sagen, wir haben unseren Handel abgeschlossen. Wir haben in der Session leider nicht so viel verdient, wie wir eigentlich hätten machen wollen. Lol. Okay. Da hat jemand Kopfschmerzen gekriegt, wa? Wir haben nicht so viel verdient, wie wir eigentlich verdienen wollten. Aber war in Ordnung. Naja. Und wir sind halt gestorben, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.